Ja, dann kommen wir zur letzten Variante, Multiple Choice. Ich sage hier wieder Material oder Aktivität anlegen. Dann hier unten haben wir den Test. Jetzt sind wir schon beim Test 3. Mehr brauche ich nicht einstellen. Speichern anzeigen. Test bearbeiten. Frage hinzufügen. Und dann haben wir irgendwo Multiple Choice. Okay. So, hier geht es jetzt um Eurobeträge. Und die Frage dazu habe ich auch schon. So, und dann geht es zu den Antwortmöglichkeiten hier unten. Also, ich habe hier 450 Euro richtig geschrieben. Deshalb sage ich auch bei der Bewertung 100%. Ich kann es auch kommentieren. Super gemacht. Und ja, jetzt kann ich auch hergehen und falsche Varianten hier einfügen. Also hier zum Beispiel mit einem Bindestrich. Bei der Bewertung, das lasse ich auf keine. Eigentlich müsste ich es auf 0% stellen. Hier gibt es aber kein 0%, also lasse ich es mal auf keine. Hier kann ich dann sagen, als Feedback, schau noch mal in der DIN nach. Und ja, noch eine Variante. Auch falsch geschrieben, laut DIN. Ich lasse es wieder auf keine. Diesmal gibt es kein Feedback. Und ja, dann ändern und speichern. So, ich könnte hier natürlich jetzt noch weitere Fragen hinzufügen. Gehe hier auf Vorschau. So, dann muss ich schauen, dadurch, dass die halt durcheinander sind, ist das also die erste, was ich ausgefüllt habe, ist das hier die richtige. Wenn ich die auswähle, sage ich Versuch beenden. Wenn ich mir sicher bin, ich habe das richtig angewählt, sage ich Abgabe. Und dann bekomme ich auch schon das Ergebnis angezeigt. Okay.